Hallo meine lieben Digiritter, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Let's Play Digimon Masters Online. Heute mal ein etwas anderes Video, als was ich normalerweise mache, denn heute gab es ein kleines Mini-Event hier quasi, wo man sich GM-Buffs holen konnte. Und zwar einmal den GM-Offensive-Z-Buff mit AT 50% Increase, Skill-Damage 100% Increase und Critical-Damage 100% Increase. Und den GM Defensive Buff, beide für jeweils eine Stunde, bei mir laufen die jetzt nur noch 38 Minuten. Und der Defensive Buff gibt Defense 50%, haben P 50% und die soll 50%. Also das was die normalen Buffs quasi geben, also Attack 50, HP 50 und sowas. Nur halt das dann jetzt noch in zwei zusätzlichen Buffs. Das heißt, ich habe jetzt mir auch noch alles andere drauf gepackt, was ich so hatte. Einmal alle normalen Buffs, auch mit Critical Damage und Skill. Und dann noch die 2-Stunden-Buffs, jeweils AT, HP und DS. Dann habe ich noch mein Tree of Life drauf und dann gucken wir uns jetzt kurz mal an meine Werte. Also meine HP sind bei 65.398. Ja gut, der ist 20.000, muss man jetzt nicht erwähnen. AT 29.739 und Defense bei 2.782. Ich möchte mal einfach anschauen, hier im Scarwater Crystal, wie viel DPS ich denn an den einzelnen Viechern jetzt mit diesen beiden zusätzlichen Buffs dann noch zusätzlich mache. Dazu habe ich dann noch den Tamer Skill Berserker zweimal. Einmal die Enhanced Variante und einmal die normale Variante von Tai. Die normale Variante gibt dann nochmal 50% AT drauf und die verstärkte Variante gibt nochmal 80% AT, beide für jeweils 30 Sekunden. Das soll natürlich dann auch mit reinfließen. Und ja, wir gucken mal. Wenn sich das dann einpegelt. Ja, das niedrigste 116.000, Maximum 130.000, also alles so in dem Bereich. 120.000 Damage pro Sekunde. Jetzt haben wir noch die beiden Berserker-Buffs drauf. Starten das nochmal neu. Ja, 193.000, 214.000, 225.000 war das Maximum, was ich da gesehen habe. Jetzt pegelt das sich so ein bei 150.000. Ah ja, und der AT-Wert, wenn ich noch die beiden Berserker drauf habe, 37.482. So, bevor wir dann gegen Marine Devimon kämpfen, warten wir kurz, bis die beiden Buffs wieder da sind, damit wir das dann da auch bei Marine Devimon dann noch testen können, wenn wir dann zusätzlich noch den Vaccine-Bonus noch oben drauf haben. Ich weiß, es ist jetzt eine Situation, die normalerweise nicht auftritt, weil normalerweise hat man ja diese beiden GM-Buffs nicht. Aber ich wollte das jetzt mal austesten, wie viel ich denn hier maximal erreichen kann, wenn ich mit denen unterwegs bin. Ja, wir können ja trotzdem schon mal gucken. Es müsste ja trotzdem einiges sein, was wir hier haben. Ah, da waren sogar 101.000 wurden da mal angezeigt. So, aber ohne beiden Berserker sind wir so bei um die 140.000 DPS. Na gut, jetzt geht das runter auf 130.000, jetzt wo es sich einpegelt. Aber allein diesen Schaden da mal zu sehen, 104.000, ist schon ordentlich. So,
So, mal sehen, wie es dann gleich gegen Swarm Wumon dann aussieht. Und zwar nicht gegen den hier. So, da warten wir noch, bis der zweite Berserker jetzt dann gleich da ist. Dann können wir rein. Obwohl, nee, anfangen können wir ja schon. Der müsste ja dann ready sein, so, während wir kämpfen. So, also ohne Buffs so um die 120.000, würde ich sagen. Jetzt, Moment, kommen wir die beiden rein, initialisieren nochmal. 188.000 habe ich da mal gesehen. 173, 150, 159, 165. Also da um die 150.000 Damage pro Sekunde. Ah, der ist schon fast tot. Man ist richtig stark mit den Game Buffs. Ich habe auch vorhin mal versucht, mit den Game Buffs, als ich die gekriegt habe, ob ich vielleicht den Skalmeramon Raid auf dem Tokyo Tower Observatory, ob ich den vielleicht schaffen könnte mit dem restlichen, was ich dann Full Buffs drin habe. Das hat aber leider nicht geklappt. Den habe ich auf 79% habe ich den Solo runtergekriegt und dann haut er diese Skill-Kombo raus, wo ich zweimal zwei richtig fette Skills reinkriege und ohne Healer mit nur einem Cheer, das hat nicht funktioniert. Weil ich da nicht gegenheilen kann ohne sowas wie Special Chicken Combos. Auf jeden Fall ist der Dungeon kein Problem jetzt mehr. Na gut, war er vorher auch schon nicht, aber wenn wir mal zum Austesten hier, wie viel DPS ich mit diesen Game Buffs jetzt noch rausholen kann. Maximal halt aus meinem OX. Und damit bin ich dann eigentlich relativ zufrieden, würde ich sagen. Also wenn ich die irgendwann mal wieder durch so ein Event kriegen sollte, dann kann ich definitiv viel damit anrichten. Aktuell bin ich dabei, die Xuan Wumon Boxen zusammenzukriegen, weil mir noch beziehungsweise nur noch knapp 600 Seals fehlen. Das heißt, ich muss noch zweimal Seals ziehen. Dann habe ich Xuan Wumon auf 3000. Hab's auch vorhin geschafft, noch an 500 Paraseimon-Seals ranzukommen. Da konnte ich dann nochmal ein bisschen Hitrate rausholen. Und an 3000 Flymon-Seals. Deswegen konnte ich meine Defense auch noch ein bisschen erhöhen. Das können wir uns aber gleich nochmal anschauen. Waren das 120.000? 115.000? 118.000, also das sind solche Schadenswerte, die sind halt echt jenseits von gut und böse, finde ich. Aber es ist so das aktuelle Maximum, was ich aus ihm mit diesen Game Buffs rausholen kann. Plus halt die beiden Berserker-Skills an Damage, weil ich aktuell keine Fireworks, also keine Firework-Buffs habe, die man hier noch reinballern könnte, die ja nochmal Bonus geben könnten. Deswegen ist das so das Maximum, was ich jetzt aktuell mit meinem OX an Damage rausholen kann.
Kann ja mal dann die drei Boxen dann jeweils öffnen. Vielleicht ziehe ich ja noch so am Wumon-Ziels raus. Mein nächstes Ziel danach ist, erstmal bei Jumon dann voll zu machen, um mir noch ein bisschen extra Hitrate zu sichern. Ach geil, bin ich zu weit weg, dann hat das Ding sich resettet. Ist mir noch nie passiert. Aber ich bin ja jetzt gerade so stark, dass ich den auch ohne großen Aufwand besiegen kann. Und weg ist er. Die Kisten öffnen wir dann gleich, sobald wir draußen sind. Der schafft es nicht mal, die Marine Devimon zu spawnen, bis er tot ist. Das ist schon echt heftig. So, aber gucken wir mal bei Mega Seedramon, was war da? Crystal EXP, der Rest war Fruit of the Goddess und ein Chipset Box DS, weg damit. So, DS Max. Amazing Renewal Increase Stones nehme ich immer gerne. So, Evolutor, Shiny Water Crystal Buff AT mal 3. Und DS mal 3. Na gut, waren jetzt keine Xuan-Womon-Seals drin, aber das werde ich definitiv jetzt noch so weiter fortführen, bis ich dann die restlichen knapp 600 dann zusammen habe, die mir noch fehlen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr denn von diesen Schadenswerten quasi haltet, wenn man wie gesagt hier noch die GM-Buffs mit da drauf hat. Fireworks konnte ich wie gesagt jetzt nicht austesten, weil ich die nicht habe. Das wäre aber dann wahrscheinlich nochmal 50% auf AT-HP und sowas dann noch drauf, also von daher. Vielleicht da müssten eigentlich die 40k... AT zu knacken sein. Wenn man dann nochmal irgendwann an Game Buffs rankommt. Aber okay. Wie gesagt, das war's dann von dem Video. Haut rein. Ciao, ciao.